Hi Leute, das ist das erste Mal, dass ich in einem Land bin. Wo die Menschen reife Früchte essen. Also, wir sind jetzt hier seit einer Woche in Frankreich unterwegs und das hier ist das erste Land, wo ich Menschen begegnet bin, die ganz konventionell leben, aber reife Früchte essen. Und ich dachte schon, das gibt's nicht und es widerspricht sich vielleicht. Aber finde ich schön, dass das widerlegt wurde. Und es ist wirklich so, wir sind hier bei einer Gastfamilie und die Mutter, die holen wirklich, ja, Früchte. Die sind schon 10-mal so reif wie bei uns in Deutschland. Und dann lassen die auch noch liegen und lassen die wirklich richtig ausreifen. So. Wenn man hier in den Supermarkt geht, bekommst du hier sogar reife Früchte. Die sind 100-mal reifer als in Deutschland und die Qualität ist ganz anders. Also anscheinend, auch jetzt die Gastfamilie, was die mir erzählt haben, und auch anderen Leuten, denen ich begegnet bin, die essen ganz andere Früchte, ganz anderes Obst. Bei uns in Deutschland, ja, ist es ungefähr, ja, 2 Wochen früher mindestens geerntet. Und kommt dann in den Supermarkt und dann essen wir es auch noch unreif. Und die ernten das viel später und essen es dann auch noch reif. Und ich war ja schon in einigen Ländern, Nicaragua, Costa Rica, ja, asiatische Länder, Thailand, Malaysia. Dann war ich noch in Sri Lanka. Und in all den Ländern habe ich keine Leute kennengelernt, die wirklich reifes Obst essen. In Deutschland sowieso nicht. Und in Deutschland bekommst du auch im Supermarkt kein reifes Obst. Auch wenn es in Saison ist, auch wenn die Äpfel, Birnen in Saison sind. Im Supermarkt bekommst du keine reife Birne. Und hier ist es wirklich so, du kriegst hier reife Pfirsiche, du kriegst hier auch reife Birnen im Supermarkt. Das Obst und Gemüse hat eine ganz andere Qualität. Die Leute hier achten viel mehr darauf, wie reif das ist und essen das auch wirklich nur, wenn es reif ist. Und die lassen das auch daheim noch liegen. Also das fand ich wirklich schön zu sehen und es ist geschmacklich hier, muss ich sagen, alles viel besser. Das Essen, also kann man nicht vergleichen, gerade wenn man ja manchmal hier eben dann in den Supermarkt geht. Das ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht. In Deutschland im Supermarkt, ja, da musst du alles eigentlich 1 oder 2 Wochen Minimum liegen lassen. Und dann erreicht man auch nicht die Qualität wie hier, weil es einfach schon frisch, reif geerntet im Supermarkt hier ist. Boah, ich habe solche traumhaften Pfirsiche, Aprikosen, es ist so genial. Ja, das wollte ich nochmal loswerden. Und eine Sache, was ich auch noch cool fand, im Supermarkt ist es hier so, dass es keine Plastiktüten gibt, die auch diese Obst- und Gemüsetüten, wie es bei uns gibt, die man so abzieht, sind biologisch abbaubare, ganz dünnes, weiß gar nicht, ist ja auch Plastik, aber es ist eben kompostierbar. Genau. Das ist halt auch wunderschön. Ja. Das wollte ich nur mal kurz loswerden, so ein paar kleine Eindrücke. Und ansonsten macht's gut, Leute. Ciao.